Hier geht es einmal um die Lorentzkraft und die Kraft zwischen Leitern. Lorentzkraft wird nicht hergeleitet. Ich gebe sie Ihnen an als F gleich Q. Das ist die Ladung, die da bewegt wird, die die Kraft wirkt, mal V, Kreuzprodukt B. Und V ist die Geschwindigkeit der Ladung, Q, die da irgendwie reingeschossen wird. Was man daran merkt, ist, Kraft auf unbewegte Ladungen ist 0. Also sie kriegen kein Elektron vom Fleck wegbewegt mit einem magnetischen Feld. Ganz einfach und banal. So, stattdessen, wenn Sie wissen wollen, wie die Kraft wirkt, wählen Sie die rechte Handregel oder Dreifingerregel. Da hätte man den Daumen, der in Richtung V zeigt. Man hätte den Zeigefinger, der in Richtung B zeigt. Und man hätte dann den Mittelfinger, der die Kraft angibt. So, das soll eine Hand werden. Kann man sich vielleicht vorstellen, was das sein soll. Zeichenfähigkeiten sind begrenzt. Eine Besonderheit noch, wenn Sie Richtung oder die Kraftwirkung auf Elektronen betrachten wollen, dann ist Q ja kleiner 0. Das heißt, F kehrt sich um und dann verwenden Sie die linke Hand. So. Details, da wollen wir uns nicht anschauen, weil es auch durchaus reicht, wenn wir uns jetzt anschauen, wie dann eigentlich Kraft auf stromdurchflossene Leiter wirkt. Und dann schauen wir uns eine stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld an. So, hier ist die Kraft einfach anzugeben als F gleich Stromstärke mal die Richtung des Leiters oder die Richtung des Stromes wieder geht. Man könnte dem auch einen Vektor geben. Und B, es gilt genauso die rechte Handregel. So, da der Stromfluss ja auch immer was mit positiven Ladungsträgern assoziiert ist, das ist natürlich Quatsch praktisch gesehen oder physikalisch wirklich gesehen, aber man geht immer davon aus, dass es so wäre. Und dann gucken wir uns mal ein Zahlenbeispiel an, nämlich ein Leiter. L gleich 10 cm. Stromstärke geben wir mal 10 Ampere vor. Und das Ganze in einem Feld von einem Tesla. Um das mal zu vergleichen, im freien Raum sind das circa 800.000 Ampere pro Meter gleich H, also ganz schön viel. Das ist richtig viel. So, wenn wir das jetzt einfach schnell ausrechnen, dann kriegen wir hier, ich mache nur den Betrag, F-Betrag. Gleich halt 10 cm sollten das werden. Dann sind das nämlich hier 10 Ampere mal 0,1 Meter mal 1 Tesla gleich 1 Newton. Das ist recht wenig. Gemessen daran, was die Feldstärke an der Stelle jetzt wäre. Trotzdem können wir ja mit der magnetischen Kraft eine ganze Menge machen, also riesige Motoren betreiben und so weiter. Was aber alles immer daran liegt, dass man das im Wesentlichen multiplizieren wird. Also zunächst einmal wird man diese 10 Ampere und diese Leiterschleife mehrfach wickeln, um sie in das Magnetfeld B zu bringen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, man wird eben auch die Flussdichten, die magnetischen Flussdichten hochtreiben und den magnetischen Fluss hochtreiben, indem man aktive magnetische Materialien verwendet mit einem hohen μr. Also Kraftverstärkung kann man erreichen durch Wicklungen. Das vervielfacht I zu N mal I. Und ferromagnetische Materialien, das treibt μ0 zu μ0 mal μr. Also da kann man noch eine ganze Menge machen und auch erreichen. Schauen wir uns noch die Kraft zwischen zwei Leitern an. So, da ist die Zeichnung etwas anders. Sehen wir uns mal an. Es gibt hier zwei Leiter. Strom jeweils aus der Zeichenebene heraus auf uns zukommend.
Wir können uns mit der rechten Hand regeln, das magnetische Feld überlegen oder einfach nur mit der rechten Hand, nämlich beispielsweise so. So, wenn wir mal nur den ersten betrachten. Dann haben wir nämlich hier eine Feldstärke, Feld am Ort des zweiten Leiters. Schnell ausgerechnet H, und zwar in diese Richtung gehend, gleich I durch 2Pi mal R, kann man relativ schnell ausrechnen. Dann hätten wir die Kraftwirkung hier. F, rechte Handregel, sagt, dass das nach innen wirken muss. F gleich I mal L mal μ0 mal H. Oder wir setzen insgesamt ein μ0 mal I Quadrat durch 2Pi R. Und wenn man das jetzt alles einsetzt, beispielsweise mit R gleich 1 Meter, Stromstärke 1 Ampere, dann kommt man auf, halt, ich habe das L vergessen hier noch, auf ein F durch L, das könnten wir auf 1 Meter setzen, ich schreibe es mal einfach pro Längeneinheit hin, gleich 1,2566 mal 10 hoch minus 6 Voltsekunde pro Ampere Meter, 1 Ampere Quadrat durch 2 Pi 1 Meter sind gleich gerade 2 mal 10 hoch minus 7 Newton pro Meter Länge. Das ist die alte Definition übrigens des Amperes. Wenn Sie zwei Drähte irgendwo im freien Raum aufhängen, die sind unendlich lang oder unendlich dünn und dann geht da ein Strom der Stärke 1 Ampere durch, dann ist die Kraft zwischen beiden 2 mal 10 hoch minus 7 Newton pro Meter der Länge des Drahtes. So, das mit der Kraft kann man sich noch etwas anders vorstellen. Wenn ich mir jetzt nämlich den zweiten Leiter hier angucke, dann hätte der ja Feldlinien, die in diese Richtung gehen. So, und das würde natürlich heißen, dass man hier in der Mitte zwischendrin eine Feldstärke Ausdünnung bekommt. Und wenn man die Kraftrichtung jetzt haben möchte, dann kann man nämlich einfach so vorgehen. Kraftrichtung zwischen zwei Leitern. Erstens Zeichnen der Stromstärken oder Stromfäden. Zweitens Zeichnen der Feldlinien. Drittens Kraft wirkt in Richtung der Ausdünnung der Feldlinien. Das sieht man auch ganz gut an der Animation. Ich fange nochmal an mit dem 1 over R Rotational. Also eine einfache, einfaches Rotationsfeld. Strom, wie gesagt, Partikel sind nicht Elektronen, die da rumfliegen, sondern Partikel gibt an, in welche Richtung die magnetischen Feldlinien gehen. Ich nehme das jetzt ganz bewusst zunächst mal so als Bewegung hin. Wenn wir jetzt hier zwei gleiche, wie wir eben gerechnet haben, nehmen, dann drehen die sich in die gleiche Richtung und Sie sehen hier in der Mitte, da passiert sozusagen irgendwie nichts mehr. Das wird hier ausgedünnt. Das heißt also, das Ding wird jetzt hier nach links rübergezogen und das nach rechts rübergezogen. Das heißt, die beiden ziehen sich an. Wir können uns das hier auch nochmal klar machen, indem wir uns hier die Feldvektoren angucken. So, und dann sehen Sie hier in der Mitte ist eine Ausdehnung desselben. Wenn wir jetzt den einen Strom mal in die andere Richtung gehen lassen, nämlich per Dipol, dann sieht man ganz klar, die beiden bauen im Prinzip einen magnetischen Druck. Das ist natürlich Quatsch, der Ausdruck. Also hier verdichten sich die Feldlinien in der Mitte und damit werden die beiden voneinander weggetrieben. Wir schauen uns nochmal das Ganze als Partikels an, die da rotieren. Da sieht man, die durch die Mitte durch werden eben viele dieser Partikel durchgedrückt, was dazu führen muss, dass die beiden Leiter nach außen gedrückt werden müssen. So, daran kann man das also relativ plausibel sich machen. Das würde jetzt im Prinzip würde heißen, zwei gleiche Leiter ziehen sich an, Leiter gleichsinnig mit Strom durchflossen ziehen sich an, gegensinnig eben gerade nicht so, werden sich voneinander entfernen. Ich würde das immer über die Kraftwirkung und die Feldlinien versuchen rauszufinden oder mit der rechten Handregel. Ich würde mir nicht solche einfachen Regeln versuchen zu merken.